Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchhilf-Sendung, die eigentlich eine Erweiterung des letzten Videos ist von gestern, weil während ich das hochgeladen habe, hat mich eine Freundin angeschrieben, die mir sagte, dass es ihr eigentlich ganz gut geht, aber ihr Kopf habe wirre Gedanken zum Krieg und Atomunfällen. Und da habe ich dann darunter geschrieben, also ich lese jetzt einfach mal gerade den Textverlauf vor, der sich dann in der Folge bis heute Morgen ergeben hatte. Ich habe dann geschrieben, ich habe gerade ein Video dazu gemacht, das lädt gerade hoch. Da habe ich ihr den Link geschickt und habe geschrieben, vielleicht hilft das. Und dann schrieb sie heute Morgen zurück, hilft leider nicht. Da bin ich völlig anderer Meinung, als ich im Video gestern. Kopf in den Sand stecken und interessiert mich nicht, ist hier nicht angebracht. Dann habe ich drunter geschrieben, dann viel Spaß mit dem Krieg. Ich würde das ja nochmal überdenken. Gleichfalls schreibt sie dann zurück, was glaubst du passiert, wenn sich keiner wehrt? Ich sage, dann sterben auf jeden Fall weniger Leute. Und mein Kopf steckt mitnichten im Sand. Sie schreibt wahrscheinlich ja, sterben dann weniger Leute. Die Frage ist, zu welchem Preis? Ist da irgendwas an meinen Worten, hast du da falsch verstanden? Ist mir dann irgendwann aufgefallen. Habe ich geschrieben, also ich werde nicht sterben. Das weiß ich. Also nicht daran. Genauso wie ich das wusste, dass ich nicht an Corona sterben werde. Und dann habe ich drunter geschrieben, und das, deswegen lese ich es jetzt mal gerade vor, weil das, glaube ich, auch was ist, weil der Rest geht eigentlich nicht nur an sie, sondern so an jeden, der sich gerade wundert und vielleicht auch nicht verstanden hat, was ich im letzten Video gemeint habe. Nur als Erinnerung, ich kämpfe nicht, weißt du noch? Und gerade jetzt ist das wichtiger denn je. Ich mache was anderes. So, dann schreibt sie, dann ergibst du dich allem und jedem, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst. Entschuldigung. Zu dem mit dem Rücken an der Wand stehen habe ich später noch geschrieben, auf meine Weise lande ich genau da, nämlich mit dem Rücken an der Wand, eben sehr selten bis nie. Und habe halt auf ihre Nachricht direkt geantwortet mit wohl kaum. Und dann schreibt sie, ich will gar nicht diskutieren, ich sehe das einfach anders. Was ich so wunderschön und toll finde an genau dieser Freundschaft, weil das bei uns absolut üblich ist, dass wir Dinge teilweise grundverschieden sehen und aber trotzdem ganz normal drüber reden können, ohne dass der eine den anderen doof anmachen würde deswegen oder sonst irgendwas. Wir können einfach reden, das viele andere nicht mehr können. So, und dann habe ich geschrieben, aber ich ergebe mich sicher nicht diesem designten Krieg, wie es von mir erwartet wird. Und wer nicht versteht, was ich mit designtem Krieg meine, ich werde euch ein Video von Team Heimat Live, was der Carsten gestern Abend gemacht hat, das habe ich hier eben noch laufen gehabt. Obwohl ich mich eigentlich mit diesem Thema gar nicht groß, also ich habe es auch nicht geguckt, weil ich geil auf News aus Russland oder Ukraine bin, sondern weil ich einfach weiß, dass er das Ganze aus einem völlig anderen Blickwinkel, einem ähnlichen wie meinen auch sieht. Dann schaut euch das bitte Video bitte an. Ich verlinke es unter diesem Video hier. Und ja, dann guckt selber, was ich damit meine. Und das weiß ich nicht erst, seitdem ich dieses Video gesehen habe. Das weiß ich, seitdem ich meine Hausaufgaben angefangen habe zu machen. Und dann habe ich geschrieben, ich diskutiere nicht. Ich versuche dir einfach zu sagen, dass du mich irgendwie falsch verstanden haben musst. Ich mache diesen Krieg einfach nicht mit.
und lade dazu ein, das auch nicht zu tun. Nur durch unsere Mithilfe kann der nämlich überhaupt stattfinden. Denk drüber nach. Jahrelang sagen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, und dann beim Nächsten, der um die Ecke kommt, doch mitzumachen, passt irgendwie nicht zusammen. Leider nimmt man schon dran teil, wenn man Partei für eine der Seiten ergreift und wird so zur Zielscheibe der Gegenseite. Und dann sehen wieder alle die anderen als die Bösen und sich selbst als die Guten, was es im Krieg einfach nicht gibt. Da gibt es nur Dumme auf beiden Seiten. Nochmal, wer das nicht verstanden hat, es gibt im Krieg keine Guten und keine Bösen. Da kämpfen, wer tötet, ist böse. Da kämpfen zwei böse Seiten gegeneinander, die böse aufeinander gemacht worden sind, womit wir wieder beim Gedanken des designten Krieges sind. Ne? Teile und herrsche. Wenn zwei sich streiten, folgt der Dritte. Es ist immer dasselbe Spiel und keiner checkt es. Du, und jetzt vielleicht auch du, der dir das anguckst, weil du Angst vor diesem Krieg hast, hast dir Angst machen lassen. Und das ist dein größtes Problem an der Sache. Ne? Oder habt ihr gerade mit irgendetwas anderem als mit der Angst vor diesem Krieg gerade zu tun? Steht irgendjemand mit durchgeladener Waffe vor euch und will euch den Kopf wegpusten? Fallen um euch herum Bomben? Wenn nicht, dann seid ihr bis jetzt ausschließlich mit der Angst konfrontiert. Angst ist aber nie ein guter Ratgeber. Das brauchst du dir nicht übel nehmen. Die, die dir Angst gemacht haben, sind Profis darin. Aber werde sie wieder los, diese Angst. Am besten, indem du dir klar machst, dass sie irrational und heftigst geschürt ist, weil man will, dass du diese Angst hast und diesen Krieg nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Ne? Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe gestern im Video einen Ansatz gezeigt, wie man das aus dem Kopf bekommt. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt mit Sicherheit andere, aber wer keine hat, kann sich gerne mein neues Buch durchlesen. Also das klingt so, als wäre das eine Geschichte, die man lesen könnte. Schaut es euch einfach an und seht selber, was ihr findet und was ihr daraus machen könnt. Weil sie wissen, dass er auf diese Weise real für dich wird. Wenn du das glaubst, wenn du das alles für real hältst. Wie für jeden anderen, der sich von ihrem Säbelrasseln beeindrucken lässt. Du solltest eigentlich schlauer sein und du weißt, dass ich das gerade bestimmt nicht beleidigend meine. Ich sage das, weil ich dir das durchaus zutraue. Ja, dann kam das mit dem, auf meine Weise lande ich eben genau da, eben sehr selten bis nie, an der Wand, mit dem Rücken. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den nächsten Kommentar überhaupt vorlese, weil da, ja doch, komm, scheiß drauf. Geben wir ihm noch mal kurz eine Plattform. Nicht mal Hasel hat das geschafft und er hat sich wirklich Mühe gegeben und mir tatsächlich alles kaputt gemacht. Aber ich habe mich ihm nicht ergeben, weil ich das gar nicht konnte, ohne im Kampfmodus zu sein. Man kann nur verlieren, wenn man kämpft. Begreifen auch viele nicht. Das ist, weil alle immer denken, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ihr solltet mal echt überlegen, wo dieser Spruch herkommt und warum der so bekannt und breit getreten ist. Ich sage euch, es ist schlichtweg eine Lüge. Man kann nur im Kampfmodus verlieren. Die Kunst zu siegen, ohne zu kämpfen. Gibt es ein Buch drüber, das hat mein Leben verändert. Also das war einer der Teile, die mein Leben verändert hat. Und der Doof da hat das auf Teufel komm raus provoziert. Und ich wusste, dass es nicht gut ausgehen würde, wenn ich mich drauf einlasse. Das war der Grund, warum ich die Webcam angemacht habe, weil ich ansonsten nicht hätte garantieren können, dass ich nämlich den Schädel einschlage.
in der Situation, in der Laune, in dem Moment, in dem ich da war, wo dieser Freak in mein Wohnzimmer stürmt mit den Worten, jetzt gibt's auf die Fresse, ging mein erster Blick zum Tennisschläger mit dem Bild, den quer durch den Schädel zu ziehen. Oder in die Treppe runterzutreten, war wahrscheinlich mit einem Genickbruch geendet. Ich wollte das, ich wollte den nicht umbringen. Ich konnte nur nicht garantieren, dass ich es nicht tue. Und deswegen habe ich die Webcam angemacht. So hat er mir zwar alles genommen, was ich damals hatte, materiellen Krempel, aber er konnte mich nicht brechen. Er hat mich nicht dazu gebracht, sein Spiel mitzuspielen. Dafür lebe ich inzwischen längst wieder, wie ich will, und er als Penner gestrandet auf Mallorca und macht mich immer noch für seine Misere verantwortlich und heult überall nur rum und ist alles andere als glücklich. So wie es auch diese Politiker verdient hätten, die gerade den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören. Ich würde gerade wirklich sehr gut überlegen, wie ich damit umgehe. Und da ich weiß, wohin diese sehr subtile Form des Gehorsams führt, bleibe ich dabei, dass ich sage danke, aber nein danke. No, 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 no. Grenze überschritten, mache ich nicht mit. Außerhalb von meiner Wahrnehmung will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn ihr meint, ihr müsst euch die Köpfe wegschießen, haut rein. Aber ich habe da keinen Bock drauf, das ist nicht mein Spiel. Macht das so nicht mit. Ich bin einer von denen, die nicht zum Krieg hingehen. So, dann habe ich geschrieben, so fertig, war auch für mich wichtig, du hast das nur ausgelöst. Ne, ich wollte da auch niemanden belehren und genau das will ich hier auch nicht. Ich will niemanden belehren oder für bescheuert erklären, der irgendetwas anders sieht als ich. Oder als dumm oder sonst irgendwas. Aber ich bleibe dabei, dass Leute, die bei Kriegen mitmachen, dumm sind. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm. Dumm, habt ihr verstanden? Dumm. Dumm, dumm. Immer schon gewesen. Kanonenfutter. Es ist nicht so wie bei den Tieren, die auch Anführer haben. Schaut euch das mal an bei Tieren. Rudeln oder Herden. Ja, die haben Alphas, die haben Anführer. Aber wenn das Rudel in Bedrängnis ist, dann oder überhaupt irgendwie in Gefahr, dann stehen diese Alphas an allererster Stelle und verteidigen ihr Rudel. Anders als diese Politiker, die euch in Kriege schicken, damit ihr euch gegenseitig die Köpfe wegschießt und die sich ins Fäustchen lachen. Während die eine Seite, die Führung der einen Seite mit der Führung der anderen Seite in Kontakt steht und sich überlegt, wie sie es weiter am Laufen halten. Weil es ein fucking Geschäft ist. Nochmal, weil Krieg ein fucking Geschäft ist. Und deswegen designt. Ihr lebt in einer Welt, in der ihr glaubt, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Das ist so nicht richtig. Und das ist weder in Russland, noch in der Ukraine, noch in Deutschland, noch in Amerika, noch in irgendeinem anderen Land dieser Welt so. Dass da der Wille des Volkes geschähe. Haben die euch gefragt? Haben eure Politiker eine Umfrage oder eine Wahlveranstaltung oder sonst irgendwas, in der abgestimmt wurde, ob wir als Volk die Russen als Feinde haben wollen, die sie zwangsläufig werden müssen, wenn wir ihre Gegner mit Waffen beliefern? Wir, sage ich schon wieder, ich bin da gar nicht mehr Teil von. Komm, das passiert mir echt selten, dass ich da in diesem, ihr seid die Deutschen, ich bin kein Deutscher mehr.
Auch das ist für mich designter Blödsinn und Spuk, der einfach dazu führt, dass wir uns als Personen definieren und unsere fleischliche Hülle wahrnehmen und keine Ahnung, weiß nicht. Weiß nicht, wo, also das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Ich hab keinen Bock drauf. Ja, ich wollte das einfach nur mal loswerden noch, weil das irgendwie für mich zum Thema gehört. Übrigens nicht zum Thema Russland, Ukraine. Das da halte ich mir immer noch möglichst viel einfach aus dem Kopf raus. So wie es nur geht. Sondern mir geht es um die Thematik des Krieges und seiner Funktionsweisen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Video von Carsten jetzt auch noch gleich verlinken werde. Da geht es zwar um Russland und die Ukraine, aber primär zeigt er vor allem auf, wie diese Scheiße designt ist. Das ist für mich das Hauptthema dieses Videos von Carsten. Wenn der da jetzt auch wieder irgendwie einfach nur alle wieder versuchen würde, auf eine Seite zu ziehen, wäre ich der Letzte, der das teilen würde. Weil das Kriegstreiberei ist. Weil Partei für eine Kriegspartei zu ergreifen, schon Teilnahme am Krieg ist. Wenn es auch eine passive ist. Aber es ist Teilnahme. Ich bin dann in diesem Krieg verzettelt. Und angreifbar. Vor allen Dingen nicht nur angreifbar, sondern ich ermutige jemanden, das zu tun, indem ich seinen Feind begünstige. Hey, okay, macht, was ihr wollt. Ne? Wie gesagt, macht auch gerne den Krieg, wenn ihr ihn braucht. Aber an alle die, die das nicht wollen, überlegt gerade wirklich verdammt gut, was ihr tut. Und das hat viel mit eurem Kopf zu tun. Und wenn ihr Angst habt gerade, ne, dann macht euch klar, dass ihr euer Problem gerade lösen könnt. Euer Problem ist Angst. Eigentlich ist euer Problem der Gehorsam, der euch überhaupt die Angst überhaupt erst ermöglicht. Weil wenn ihr nicht gehorsam Nachrichten verfolgen würdet, hättet ihr ja gar nichts von dem Scheiß mitbekommen. Ne? Das gebe ich vollständig zu, dass ich da auch gerade diesem sehr, sehr subtilen Gehorsam auch kurzfristig leiste. Allerdings auch nur, um das dann in der Luft zu zerfetzen. In der Hoffnung, dass wir diesen Krieg verhindert bekommen. Ich will den nicht. Und wenn du den auch nicht willst, dann überleg dir, ob du mitmachst oder nicht. Weil je mehr Leute mitmachen, desto schlimmer wird der Krieg. Und wenn keiner hingeht, findet er nicht statt. Wahrscheinlich wird es jetzt irgendetwas in der Mitte sein, was passiert. Und wir werden sehen, was passiert. Ich bin kein Hellseher. Tschüss mit F. Ihr wisst, was ich meine.